Kollegen. Herr Herbrand, in der Tat, ich muss Ihnen auch empfehlen, vielleicht im Kollektiv mal den Untersuchungsausschussbericht zu lesen. Und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie ja Herrn Kubicki fragen. Sie sollten es vielleicht doppelt und dreifach lesen, was im Bericht steht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns ist klar, Cum-Ex-Geschäfte sind nicht nur illegal, sondern auch moralisch absolut unakzeptabel. Führende Steuerexperten nennen nicht umsonst diese Geschäfte zu Recht Steuerraub. Und bei Cum-Ex müssen wir von dem größten Steuerraubzug in der europäischen Geschichte ausgehen. Unsere Staatssekretärin, Frau Christine Lamprecht, hat auch zu Recht gesagt, es ist unsere fortwährende Aufgabe, kriminelle Machenschaften zu verfolgen und zu handeln. Denn wir werden mit einem Gesetz Steuerhinterziehung und Steuerumgehung nicht ausschalten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier von einer massiven Umverteilung, von der Allgemeinheit in die Hände weniger sehr reicher Einzelpersonen. Und das Perverse daran ist, den Beteiligten war das absolut klar. Oder wie ein Cum-Ex-Insider aus internen Runden berichtet, wer sich nicht damit identifizieren kann, dass in Deutschland weniger Kindergärten gebaut werden, weil wir solche Geschäfte machen, der ist hier falsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Cum-Ex-Beteiligten haben ein Glaubenssystem, in dem die Gemeinschaft und das Gemeinwesen der Feind sind. In dieser Welt geht es darum, den Staat auszubeuten und die Beute in Villen, Yachten und Sportautos umzuwandeln. Und unterstützt werden sie dabei von Bankern. Ich will hier heute mal die Steuerberater auslassen, von Rechtsanwälten und von Wirtschaftsprüfern. Nicht alle. Dass sie damit den Ruf ihrer ganzen Branche, wie wir sehen, ruinieren, scheint ihnen völlig egal zu sein. Gier frisst Moral, der Feind ist der Staat, und das werden wir nicht dulden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, in der letzten Legislaturperiode, das wurde auch schon erwähnt, haben wir uns ausführlich mit den Cum-Ex-Gestaltungen im Untersuchungsausschuss beschäftigt. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, die ist berechtigt, was ist neu an den jetzigen Enthüllungen? Warum beschäftigen wir uns heute wieder damit? Ich glaube, es ist insbesondere die europäische Dimension des Steuerraubs. Nicht nur in Deutschland haben sich die Cum-Ex-Banker und Berater bedient, sondern auch mittlerweile bei unseren Nachbarn. Und das Erschreckende, dort bedienen sie sich noch immer. In Deutschland sind Cum-Ex-Geschäfte seit 2012 glücklicherweise nicht mehr möglich. Zwar sitzt noch keiner im Gefängnis, aber Strafverfahren laufen, und das wird sich hoffentlich bald ändern. Die Enthüllungen zeigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir in Deutschland schauen genau hin. Das haben wir auch heute minutiös dargestellt bekommen im Finanzausschuss. Das schreckt die Täter von gestern noch ab, wenn sie über andere Steuergestaltungen wie Cum-Cum-Geschäfte nachdenken. Hier konnten die umfangreichen Recherchen, auch mein Dank an Korrektiv, NDR und viele Journalisten, aber die umfangreichen Recherchen könnten in diesem Fall nur Gerüchte finden, dass diese noch in Deutschland verwendet werden. Was die Recherchen aber auch zeigen, die Cum-Ex-Industrie und ihre Helfer machen im Moment lieber einen großen Bogen um Deutschland, denn den Beteiligten ist nicht entgangen. Die Behörden hierzulande schauen genau hin und greifen durch. Aber Wachsamkeit ist die Devise. Entspannt zurücklehnen können wir uns deswegen nicht. Ganz im Gegenteil, wir müssen extrem wachsam sein und die neuen Steuergestaltungsmodelle noch genauer beobachten. Und ein wichtiges Instrument, was ansteht, ist die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle. Diese werden wir in dieser Legislaturperiode noch einführen. Damit soll auch endlich die Grauzone zwischen Steuerhinterziehung und Gestaltung ausgeleuchtet werden. Und wie vom Bundesrat gefordert, muss diese Anzeigepflicht sowohl für grenzüberschreitende Modelle als auch für rein nationale Modelle gelten. Daran arbeiten wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Thomas Lutze für die Fraktion Die Linke.